Viele Religionen und Weltanschauungen verbindet eine Friedensvision. Das Projekt Friedensskulptur der katholischen Pfarrgemeinschaft im Artland möchte alle einladen, überkonfessionell, unterschiedlich religiös oder auch nicht religiös motiviert, Ideen für den Frieden zu entwickeln. Die Skulptur besteht aus 6 Stellen. Auf grauem Metallkörper ist eine künstlerisch gestaltete Glasplatte aufgesetzt. Von innen her werden die Stellen beleuchtet. Das Licht macht die in die Kuben gestanzten Buchstaben sichtbar. In verschiedenen Sprachen bilden sie das Wort Frieden. Dazu kommt eine weitere Farb- und motivneutrale Stelle, die selbst gestaltet und interaktiv benutzt werden kann. Die Glaskunst, ihre Motive, das Spiel von Farbe und Licht und die Friedensworte entwickeln eine eigene meditative Kraft. In allen Sprachen gibt es ein Wort für Frieden. Beispielhaft sind einige hervorgehoben. Frieden auf Russisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch und Arabisch. Mir und Peace, P und Frieden, Shalom und Salam. Sie laden ein, Worte für den Frieden zu finden, denen Taten folgen. Das Friedensskulpturprojekt lädt zur Vernetzung ein. Die Initiatoren erhoffen sich, dass um die jeweiligen Ausstellungen viele kreative Angebote entstehen, die in einer Projektmappe gesammelt werden. Sie wird den neu Ausstellenden als Ideengeber zur Verfügung gestellt mit der Bitte, eigene Ideen und Formate hinzuzufügen. So dient die anwachsende Dokumentation als Ideenbörse, aber auch als Kontaktforum.